Rhapsody Tage habe ich mir nach langen Jahren mal wieder was ganz Besonderes angeguckt. Und zwar eine heilige Stätte, sondersgleichen im Revier, nämlich Schalke. Und zwar das alte Schalke, also Glückaufkampfbahn. Das ist für mich der heilige Rasen aus Gelsenkirchen. Und das Volk lag ihnen vor den Füßen, ne? Ja, und die haben damals bis an die Außenlinie gesessen, die Fans. Ja, da brauchte man keine Angst haben, dass da irgend so ein Hooligan ausklingt, weil das war alles eine große Familie. Ja, bis zu 70.000 Verwandte haben hier die blau-weißen Jungens angefeuert. In der Stadt der tausend Feuer lädt seit vielen Jahren schon der Traum vom FC Schalke. Hier hat der Fußball Tradition. König bist du im Revier, Königsblauer S04. Auf dem Weg zum Stadion, Flagge zeigen blau und weiß. Ziel, fairer Kampf um jeden Preis. Wenn das Fieber in uns erwacht, die Arena vor Begeisterung kocht, werden wir den Sieg ins Auge sehen. Jetzt haben unsere Kollegen von der Sportschau das Wort. Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zu einer Sportschau, deren Programmteile super sind, weil sie eine außerordentlich hohe Anzahl unserer Gesamtzuschauer ansprechen. Wie Trainer Horvath ohne Umschweife bestätigt. Gleich viel, unmittelbar nach dem Wechsel, zickzackte Erwin Krämers an Hesse vorbei, flankte, wie man das von ihm kennt, und Scheer nahm den Ball direkt aus der Luft. Die Freude über das 1:0 brauche ich Ihnen nicht zu beschreiben. Noch ein Tor, noch mal vor.
Mannschaft geht, sind die Fußballfans entzückt. Noch ein Tor, noch ein Tor, vollen Bulle, volles Rohr. Noch ein Tor, Scheer. Noch mal vor. Habt ihr gut gemacht. Noch ein Tor, noch ein Tor, volle Bulle, volles Rohr. Noch ein Tor, Scheer. Noch mal vor. Anstoß abseits aus, Einwurf, Schuss, Applaus. Jedes Meisterstück braucht ein kleines bisschen Glück. Noch ein Tor, noch ein Tor, volle Bulle, volles Rohr. Noch ein Tor, noch mal vor. Und nach jedem Spiel stimmt nicht unser Fall. Noch ein Tor, noch ein Tor. Scheer. Volle Pulle, volles Rohr. Noch ein Tor, noch mal vor. Scheer. Eins können Sie mir glauben, kein Regisseur hätte diese Fußballschau heute besser inszenieren können. Spannender geht es wirklich nicht mehr. Düsseldorf wurde dann auch Gladbach ausgeschaltet und so ist im Halbfinale 1971-72 der erste FC Köln der Gegner. Im Hinspiel hatte es für Königsblau eine 1:4 Niederlage gegeben, im Rückspiel in der ausverkauften Glückaufkampfbahn musste also zum Ausgleich ein 3-Tore-Vorsprung her. Klaus Fischer zum 1:0 nach 16 Minuten. Und eine Viertelstunde später eine ähnliche Situation, wieder der Freistoß von Helmut Kremers. Und dann war es Rolf Rüssmann, 2:0. Rüssmann neben Helmut Kremers und Sobiray einer der drei Abwehrspieler vor Libero Tanne Fichtel. Keine deutsche Mannschaft beherrschte zu dieser Zeit das Flügelspiel so wie die Schalker. Noch vor der Pause der dritte Treffer. Lebuda. Von Haaren, Fischer und Scheer. Das 3:0, das 1:4 aus dem Hinspiel damit egalisiert.
Schalke, das in dieser Saison hinter dem FC Bayern München Vizemeister der Bundesliga wurde, mit einem Altersdurchschnitt von nur 25 Jahren. Noch wenig erfahren, vielleicht auch deshalb. Der 1:3 Gegentreffer für Köln nach 43 Minuten durch Hannes Löhr. Direkt nach Wiederbeginn die zweite Hälfte und das Handspiel von Sobiray. Elfmeter. Hannes Löhr. Nur noch 3:2 aus Schalker Sicht. Es folgten Diskussionen um Schiedsrichter Heckeroth, sowohl von Spielern als auch von Zuschauern. Als das dann geklärt war und als es dann weiterging, gab es gleich den nächsten Elfmeter. Diesmal für Schalke 04 nach diesem Foul an Helmut Kremers. Beworungen. 80 Minuten waren vorbei, immer noch 3:2. Doch der dritte Strafstoß des Tages brachte die Wende. Diesmal versucht es Helmut Kremers. 5 Minuten vor dem Ende wieder ein 2-Tore-Vorsprung. 4:2. Allerdings musste ein 5. Tor für die Verlängerung noch her. Libuda. Und dann das Foul von Kapellmann an Rüssmann. Wieder Elfmeter die Entscheidung und viel Hektik und Aufregung in der 5. Minute der Nachspielzeit. Libuda legt den Ball auf den Punkt, doch Helmut Kremers wird antreten. Zu 2. Schalke schaffte damit in der Addition der Treffer von Hin- und Rückspiel den Ausgleich. Das bedeutete Verlängerung. Und in der hatte der 1. FC Köln nach 105 Minuten die Chance zur Entscheidung. Werner Biskup gegen Nick Buhr. Und der bleibt Sieger. Nick Buhr rettete damit das 5:2 in der Verlängerung über die Zeit. Der nächste Akt also, Elfmeterschießen. Den Anfang machte der Gastgeber, machte Schalke 04, Klaus Fischer. 1:0 für Königsblau. Der 1. FC Köln mit Hannes Löhr. Eins. Libuda, der Kapitän der Schalker. Und Wolfgang Overath, der Kapitän der Kölner. Beide Spielführer verschießen, Nick Buhr hält und wird darauf gleich selbst zum Schützen. Zwei-eins Schalke. Dann Thielen für Köln. Der erneute Ausgleich. Helmut Kremers mit seinem 3. Strafstoß. Schalke wieder in Führung. Werner Biskup, in der Verlängerung hatte er ja schon einen vergeben.
Den hier nicht. Dann Erwin Kremers, der links außen. 4:3 für S04. Jupp Kapellmann und der fünfte Elfmeter für Köln. 4:4. Ab dann konnte jeder Elfmeter die Entscheidung bringen. Fichtel. 5:4. Simmet. 5:5. Dann wieder Beverungen. Im Spiel ging sein erster daneben. Und der hier auch. Alles vorbei. Wenn Glowacz trifft für Köln, ist Schalke raus. Norbert Niekbuhr hält seinen dritten Strafstoß. Der nächste, Heinz von Haaren, der Spielmacher. 6:5 für Schalke. Und was macht Kölns Kohlmann? 1:1 beendete eins der dramatischsten Pokalspiele aller Zeiten. Schalke siegt nach 21 Strafstößen mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen Köln und zieht damit ins Pokalfinale 1971-72 ein. Es ist die vielleicht beste Schalker Mannschaft nach dem legendären Kreisel. Die Pokalsieger von 1972, die im Finale den ersten FC Kaiserslautern 5:0 überrollen. Nach dem Halbfinal-Thriller gegen Köln mit 16 Elfmetern ist das Endspiel mit Schärs 2:0 nach einer halben Stunde entschieden. Niekbuhr, Fichtel, Rüssmann oder Torschütze Lütke Bohmert. Die Defensive ist top besetzt, der Angriff überragend. Allen voran Revierikone Stanley Buder, hier mit der Vorarbeit für Torjäger Klaus Fischer. Dazu die Kremers-Zwillinge mit Helmut als Doppeltorschützen. 5:0 im Niedersachsenstadion mit Erfolgstrainer Ivica Horvath gegen chancenlose Pfälzer, der einzige Titel einer goldenen Schalker Generation. Tage später, am 1. Juli in Hannover, Stanley Buder und der Pott. Schalke ist zum zweiten Mal DFB-Pokalsieger geworden. Der Gegner im Endspiel heißt Kaiserslautern. Schalke mit Helmut Kremers und dem 1:0. Jubel auf der Bank, der inzwischen verstorbene Ede Lichterfeld und der Trainer Ivica Horvath. Norbert Niekbuhr hatte eher geruhsame 90 Minuten im Niedersachsenstadion an diesem Nachmittag verlebt. Schalke mit Lütke Bohmert. Präzise Flanke, Klaus Scheer, 2:0. Erwin Kremers. Lütke Bohmert. Und das 3:0. Norbert Niekbuhr, ein spielender, mitdenkender Torwart, direkt abgeworfen auf Stanley Buder. In seiner unnachahmlichen Art geht er hier
an drei, vier Lauterern vorbei, die Flanke und Klaus Fischer. Tore wie aus dem Fußball-Lehrbuch. Der Schalker Torhunger immer noch nicht gestillt. Foul an Scheer. Freistoß durch Helmut Kremers, den sportlichen Direktor dieser Tage. 5:0 der Endstand. Ein ganz überzeugender Pokalsieg von Schalke 04. Und hören Sie selbst, was die 60.000 riefen. Libuda, Libuda. Und das unnachahmliche Schalke, Schalke. In meinem Herzen flattert leise ein blau und weißes Fähnelein und gehen die Schalker auf die Reise, wünsch ich mir nur dabei zu sein. Wir sahen kein Land vor langer Zeit, doch das ist längst Vergangenheit. Zeig mir den Platz im Rekore, wo alle Schalker zusammenstehen. Auf diesem Platz im Rekore wollen wir die Schalker siegen sehen. Zeig mir den Platz im Rekore, zusammen in der Kurve, dann wird auch Schalke nie untergehen. Es kamen Stunden, graue Tage, das Königsblau war leicht verblasst und manche leise bange Frage, ob man den Anschluss nicht verpasst. Manch böser Tag zog schon ins Land, doch wir stehen immer Hand in Hand. Schier, zeig mir den Platz in der Kurve, wo alle Schalker zusammenstehen. Auf diesem Platz in der Kurve wollen wir die Schalker siegen sehen. Zeig mir den Platz in der Kurve, wo alle Schalker zusammenstehen. Stehen wir zusammen in der Kurve, dann wird auch Schalke nie untergehen. Zeig mir den Platz in der Kurve, wo alle Schalker zusammenstehen. Stehen wir zusammen in der Kurve, dann wird auch Schalke nie untergehen.
dem Spiel sind sie dann alle zusammen rüber nach dem Vereinsheim. Ne? Spieler, Schiedsrichter, Gegner, Polizei und haben sich ein auf die Lampe gekippt. Auf ihren Sieg oder die Niederlage oder Unentschieden. Egal, ein Grund gab es immer. Das war so ein schöner, lustiger Hauch von Fußball. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und insbesondere eine möglichst störungs- und ärgerfreie gute Woche. Und auf Wiedersehen.